Ein wunderschön. Herzlich willkommen wieder in meiner Werkstatt auf meinem Kanal. Heute reparieren wir wieder mein Auto, Audi A6, Baujahr 2010, Avant und noch ein paar, einige Details, die aber uninteressant sind, und ein Quattro. Was machen wir heute? Und zwar müssen wir heute den Hilfsrahmen vom Motor unten rausnehmen und, Achtung, Achtung, die Dinger hier wechseln. Also sprich die Buchsen, die sind nämlich alle durch. Da zeige ich euch nach unten, wie das aussieht, wenn sie kaputt sind. Sieht zwar einfach aus, aber natürlich habe ich wieder kein Werkzeug, was exakt drüber passt, um das rauszuziehen. Also müssen wir mal gucken, mit welchen Künsten und geistigen Einfällen wir die Dinger da heute rauskriegen und gewechselt bekommen. Also, Auto hoch, Räder ab, los geht's. So, Kiste ist hoch. Wie gesagt, die Räder habe ich abgeschraubt und auch schon den Unterfahrschutz. Jetzt zeige ich einmal grob, worum es geht. Und zwar geht es um dieses Lager, und die andere Seite, aber ich glaube, das könnt ihr nicht sehen. Die sind verschlissen. Ich weiß nicht, sieht man das hier so ein bisschen? Ah, nehme ich nachher nochmal extra auf, zeige ich euch dann, wie das aussieht, wenn die Dinger tot sind. Außerdem holen wir den Rahmen komplett raus und dann können wir nämlich auch nochmal gucken, was da so Schönes dran ist. Kurze Vorbereitung, ich lasse das nachher ein bisschen schneller ablaufen. Der Stabi muss ab, die beiden Querlenker müssen ab, Motor abstützen und raus das Ding. Hört sich einfach an, sieht bestimmt auch einfach aus, wenn ich es laufen lasse. Also ich stelle das mal so um, dass man alles so ein bisschen sehen kann und dann fange ich an, das hier auseinanderzunehmen. So, wie gesagt, wir fangen an mit dem Stabi. Wir lösen erstmal die Koppelstangen und lösen das Ding, dass wir den nachher ein bisschen nach vorne drehen können. Also erstmal Koppelstangen ab. So, wenn wir das gelöst haben, müsste es eigentlich relativ einfach quietsch sogar ein bisschen nach vorne drehen lassen. Ich mache immer, weil ich von Haus aus faul bin, relativ wenig ab. Also nur das Maximum, was sein muss. So, die beiden haben wir ab. Jetzt müssen wir, bevor wir diese Stange oder diese Strebe lösen, hier hängt nämlich der Sensor fürs C-Norm mit dran, für die Höhe. Den schrauben wir uns erstmal ab. Und dann packen wir nachher auch beiseite. So, bevor ihr euch wundert, warum wir hier sind, hier ist der gesamte Sensor dran. Ich muss mal meine fetten Arme da wegnehmen. Der gesamte Sensor sitzt hier dran und der muss eh mit ab, weil wir nachher letztendlich den Rahmen rauskriegen müssen. Also, hier oben ist eine Schraube, die schrauben wir jetzt lose und dann hängt er nämlich schön daneben. So, die Schraube ist nämlich raus jetzt. Der ist hinten noch in so einem Widerhaken drinne. Mal gucken, ob ich irgendwie gezeigt kriege hier. Hoffen, man sieht's. Hier ist ein Haken. Da ist er hinten so reingefasst und dann runter, damit er hier im Gewinde drin sitzt. Jetzt haben wir uns das nämlich schon großartig alles gespart. Hier nämlich die Koppelstangen abzumachen. Die gehen nämlich auch nicht mal alle so geil, weil das schon ein bisschen älter. Gut, dann haben wir gemacht. Jetzt gehen wir wieder hoch. So, Freunde, als nächsten Schritt heißt es dann logischerweise die beiden Arme raus, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und jetzt ist mir hier was aufgefallen. Also ich finde das ja eine absolute Katastrophe, aber das könnt ihr euch nachher mal gerne selber angucken. Ich zeige euch das gleich. Ich baue die beiden aus, löse sie hier hinten und dann gucke ich mal, ob ich vielleicht sogar, wenn ich hier hoch und runter drücke an der Seite, dass ich das Federbein drin lassen kann. Aber das sehen wir gleich. Ich schraube jetzt mal hier alles ein bisschen lose. Bleibt uns nicht aus, wir müssen, wer eine Standheizung hat, den Auspuff von der Standheizung, den muss ich jetzt einmal lösen, damit ich die Schraube da rausbekomme. Grottenlange Schraube, und jetzt gucken wir, dass wir die andere da rauskriegen. So, wir haben sie jetzt rausgefummelt, und jetzt gucken wir mal, ob wir das Ding hier rauskriegen. Komm, sagt der Herr. Noch könnt ihr es nicht sehen, ich zeige es euch nachher. Wenn ich das Ding rumdrehe, aber ich muss jetzt doch die Koppelstange vom Sensor abnehmen, damit ich den da rauskriege, weil ich muss den Arm wechseln. Und gleich, ganz auf ihr Recht sein, so wie ich, zeige ich euch dann, warum. Die Koppelstange lassen wir außen vor. Wir schrauben jetzt erstmal nur den Stoßdämpfer ab. Hätten wir gleich machen können. Aber das mache ich jetzt nur, weil ich den raushaben muss. Den kann ich so wieder nicht einbauen. Den Stoßdämpfer haben wir schon mal ab. Die Schraube können wir noch mal wieder benutzen. Jetzt gucken wir, dass ich die kleine Koppelstange hier halbwegs irgendwie abkriege. Und dann muss ich nur noch
die lösen und dann müssen wir den Kugelkopf halt rauskriegen. Hab da kein Spezialwerkzeug für, das wird wohl der Spezialhammer dafür werden, um den rauszukriegen. Weil den habe ich neu, hatte ich auf Lager, zeige ich euch gleich, geht gleich weiter. So, jetzt die kleine Koppelstange ab. Die ist von hinten eigentlich gegengekontert. Oder heißt gegengekontert, das ist ein Bolzen da, der durchgeht. Und wir hoffen, dass wir den sauber geschmeidig rauskriegen. Ja. Bin ja mal gespannt. Oh, der geht aber ganz toll. Da freut mich ja. So. Der ist auch raus. Jetzt kann ich euch das mal rumdrehen. Zeige ich euch das mal. Ja, kann man? Nee, kann man. Da, man sieht es halbwegs. Ich zeige es gleich. Ich baue ihn aus. Und dann halten wir neu gegen alt gegeneinander. So, das Altteil ist raus. So sieht er aus. Das ist das Neuteil. Ja, an sich alles passig, alles stimmig, aber es gibt eine Sache, die nicht passt. Und zwar das Hinterteil. Denke mal, das müsste jetzt zu erkennen sein. Das ist der, der defekt ist und das ist der, der heil ist. Hatte ich so auch noch nicht gesehen, aber das Ding ist rausgerutscht. Der geht definitiv weg. Bauen wir einen neuen Verein. Wir machen aber trotzdem jetzt erstmal weiter, den Arm noch wegbauen. Und das ganze Spiel mit den Armen mache ich jetzt auf der anderen Seite. Das brauche ich extra nicht nochmal zeigen. Jetzt haben wir sogar so ein Ärmchen mit rausgenommen. Ich schraube wie ein Mann und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht, die habe ich ab. Also doch den Stoßdämpfer mit ab. Vergesse ich auch jedes Mal. Dann könnt ihr die schön rausbiegen. Dann haben wir nachher nämlich Platz, um den jetzt runterzunehmen. Bevor wir jetzt großartig weitermachen, wir müssen hier hinten noch diese Halterung abschrauben. Die geht noch und wenn wir die abhaben, dann stürzen wir den Motor ab. So, die letzte Strebe ist ab. Ich schmeiß das mal alles beiseite und dann Motor abstützen auf meine Art. So, das ist meine professionelle Abstützung. Ein Getriebewagenheber. Ich glaube, ich muss sagen, bitte nicht nachmachen. Man könnte sterben dabei. Klar, ihr könnt oben eine Montagebrücke rüberhängen. Kann man alles machen, sollte man vielleicht auch machen. Ich mache es so, ich traue dem Ding und ich gehe von aus, dass er nicht gleich runterfallen wird. Und jetzt fangen wir an, die hinteren Lager zu lösen, die vorderen auch nur lösen. Seht ihr gleich und dann schieben wir das Ding hinten raus. Also, Schrauben, Schrauben, Schrauben. So, die hinteren Lager hier zu machen sind relativ easy. Das sind zwei 16er Schrauben hier und eine in der Mitte. Das vordere Lager wird nachher ein Problem, aber da müssen wir gucken, dass ich das auch schön alles zeigen kann. So, ihr habt gesehen, der kommt hinten schon runter. Wir werden noch mal gleich wieder ein bisschen ins Gewinde reingehen, dass er ein Stück runter geht. Und jetzt kümmern wir uns nämlich mal vorne um die Lage. Weil hier ist das Hauptproblem, die dürft ihr nicht komplett lose schrauben. Also vorne der Bolzen muss raus und hinten lösen wir nur, damit wir den Rahmen rausziehen können. Dann haben wir immer noch ein klein bisschen Sicherheit, dass er weiterhin an den Motorlagern hängt. Jetzt gucke ich mal, ich zeige euch mal die eine Schraube, die geht relativ einfach. Das wäre dann die. Haben wir schon ein bisschen Luft, aber das reicht uns noch nicht aus. Wir müssen jetzt die beiden vorderen Schrauben zumindest teilweise lösen. Ich gucke jetzt mal, dass wir da alle hingucken können. So, ihr seht mich zwar nicht, aber ihr hört mich und zwar sind das nämlich diese Schrauben hier. Diese und eines noch hier hinter drin versteckt. Die beiden lösen wir, weil hier vorne hängt nämlich das Motorlager dran. Wir schrauben die jetzt noch raus. Die kann raus, weil da muss der Rahmen weg, aber die beiden lösen wir nur an und die lassen wir auch drinnen. Ich zeige mich mal wieder. So, ja, ich bin jetzt ziemlich erleuchtet, weil hier eine Lampe drin ist, damit ihr was seht. Also die nehme ich, da nehme ich nicht mal einen Schlagschrauber, sondern die sollen nur gelöst werden und nicht mehr. Und die können wir nachher, wenn wir den Rahmen raus haben, nehme ich dann noch wieder festschrauben, dann haben wir ein bisschen Sicherheit. Na, da reißen wir die Pfoten auch wieder. So, die gucken beide jetzt ein Stückchen raus. Das reicht uns auch. Ich schraube jetzt mal den ab. So, raus ist er, habt ihr gesehen. Der hat jetzt auch ein bisschen Spiel. Dann kommen wir hier vielleicht nachher auch. Ihr seht's, wir können schon halbwegs rauskommen. Jetzt müssen wir bloß nochmal den auf der anderen Seite. Ist das gleiche Spiel. Das Problem auf der anderen Seite ist aber, da hängt die Standheizung. Wer eine hat, ist ja immer ganz toll, ist aber manchmal als Scheiße zum Reparieren. Nicht weiter schlimm, ich mache die andere Seite jetzt lose und dann gucken wir, dass wir das Ding hier rauskriegen. Ich habe jetzt nur die zweite Schraube gelöst, die ganz hintere nicht. Wir probieren jetzt mal das Ding vielleicht mit Hängen und Würgen rauszubekommen. Aber lass mal hängen, so ich mach Feierabend, reicht mir her.
Nein, ich muss mal gucken, dass ich den unten rausgedrückt kriege. Mann! So. Da ist er. Hat er sich bis zum letzten gewehrt, der Penner. Aber ob er wollte oder nicht, er musste raus. Jetzt zeige ich euch mal die Schönheit der Lage, aber dafür packen wir das Ding mal woanders rauf. Also bis gleich. Ja, jetzt haben wir ein gutes Stück rausgeholt. Ich habe ein Handy in der Hand. Ich muss nicht telefonieren, sondern ich zeige euch mal nebenbei die Schäden auf, damit ihr dann sehen könnt, wie es eigentlich nicht aussehen sollte. Ihr seht, die Sicherheiten sind schon ziemlich durch. Er hat ja auch schon 1-2 Kilometer runter. Das wollen wir mal vergönnen. Und vorne oder hinten, so gesehen, ist überall das Gleiche. Die Dinger sind halt halb durch, halb eingerissen. Ist halt so, ich packe das einmal um, dann sehen wir mal die andere Seite. Sieht auch nicht wirklich besser aus, zum Beispiel dieses Lager hier ist nicht mehr so top. Und was ich meinte vorhin, was hier so klapperte, hier diese Ringe, also was heißt die Ringe? Die, mein Gott, die Alukanten, die sind schon alle mit der Zeit weggebrochen. Ist halt alt. Gut, packen wir das mal weg hier. Packen wir das mal beiseite. Bevor wir jetzt hier alles wild auseinandernehmen, das ist nämlich ehrlich mein Spezialgebiet. Ich reiß alles auseinander und weiß dann nicht, wie es zusammenkommt. Jetzt habe ich schon mal geguckt, die vorderen und die hinteren, musste ich auch so bestellen, sind natürlich unterschiedlich. Aber sie haben hier auch so eine Nasen dran. Ich zeige das mal am neuen. Und zwar hier. Es sind so eine Nasen dran, so eine kleine Vorwölbung. Und die sind einmal in diese Richtung. Und die anderen Lager in diese Richtung. Das heißt, so möchten Sie dann auch bitte gerne wieder reinkommen. Das wäre jetzt so gesehen das Einfachste, die Dinger wieder reinziehen. Wie gesagt, das Problem ist, ich habe keine solch großen Buchsen, dass ich die rausziehen kann. Jetzt muss ich mir irgendwie einen Kopf machen, wie wir das hinbekommen. Aber ich habe da eine kleine Idee und wie ich das jetzt probiere, zeige ich euch. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe dann einfach mal probiert. Moment. Ich habe jetzt mal den ersten auf Probe gemacht mit einer Bohrkrone und siehe da, ich habe zumindest schon mal das Gummi raus und jetzt gucken wir, ob ich den rechts da so noch ein bisschen rausgemeißelt kriege, dann ist das eigentlich schon ganz schick. Ja, das hat funktioniert. Probieren wir das gleich nochmal auf der anderen Seite, denn so, dass ihr das mitsehen könnt, weil das besser fiel mir jetzt nicht ein, aber es hat geklappt. Kann natürlich auch sein, weil das alles hornalt ist und ziemlich vergammelt ist. Aber durch das Rausbohren kriegen wir ein bisschen mehr Platz. Und jetzt könnt ihr mir dabei ein bisschen zugucken, wie ich das rausbohre. Seht ihr? Das klappt ganz gut. Gute Akkubohrer mag das natürlich nicht so. Aber jetzt gucken wir, dass wir noch Rest davon jetzt rauskriegen und wenn nicht, schneide ich mir das ein bisschen ein und dann kriegen wir es auch so raus. Aber wir probieren das erstmal mit der Prügelei. Ja, andere nehmen sich eine Werkbank, aber die ist voll mit anderen Sachen. Also muss ich den alten Küchentisch nehmen. So, wir quälen uns hier gar nicht lange rum mit dem Prügeln, ne? Schutzbrille auf. Ich schneide mir den Aluring jetzt ein Stück ein und dann sollte er auch leichter rausgehen. Zumindest hoffen wir mal so. Seht ihr, guten Spezialschraubenzieher, den ich früher schon mal kaputt gekloppt habe. Aber ein bisschen eingeschnitten und dann kommt das gute Ding auch schon raus. Das ist es, raus ist er. Macht das vielleicht lieber mit dem Spezialwerkzeug, das kann man sich dafür mit Sicherheit kaufen. So geht's auch, dauert halt nur ein Momentchen länger. Ich mache das jetzt vorne noch raus und dann machen wir gemeinsam wieder eine Buchse reinziehen. Rest mal wieder alleine. Also, bis gleich. Also, neue Lager. Es sind unterschiedliche. Ich gucke mal, ob ich die irgendwo finde. Setze ich hier rein. Die größeren kommen vorne hin und die kleineren, also die sind ein bisschen schmaler, kommen nach hinten. Hier ist ein ovales Loch. Deshalb ist die Nase so. Hätten sie auch mal irgendwo eine Markierung hinmachen können. Haben sie aber nicht. Es muss halt alles halbwegs in Fahrtrichtung gerade, weil der Rahmen bei mir jetzt so liegt. Jetzt müssen wir das Ding auch so lang reinziehen. Warum? Weil hier ein Oval drin ist, damit ihr, wenn ihr den Rahmen eingebaut habt oder nicht, damit ihr müsst dann zur Axt vermessen, weil ihr könnt den Rahmen so ein Stück hin und her schieben. Aber erstmal versuchen wir jetzt, die Buchsen da reinzukriegen. Das heißt, ich richte mich mal kurz aus, grob plus minus da lang. Ich habe hier so ein Universal
Ausziehersatz für ja, sämtliche Ablage, aber das ist ja alles ein bisschen zu klein. Aber zum Reinziehen sollte das vielleicht reichen. Moment. Einen großen von unten, einen kleinen von oben. Und dann gucken wir mal, ob das da sauber reingeht. So, ich habe das jetzt ein bisschen angesetzt. Wie gesagt, ich drücke hier auf den Kreis. Unten halte ich bloß gegen. Ich kontrolliere nochmal, ob wir halbwegs gerade sind. Sind wir. Und dann fange ich jetzt an zu ziehen. Mit Werkzeug natürlich. Sauber, ordentlich, wie ihr es gehört, Nase nach da. Habt ihr jetzt mal gesehen? Ich mache jetzt den restlichen Aufwand und jetzt schmeißen wir das Ding rein. So, wir sind wieder hier unten angekommen. So, wie wir rausgekriegt haben, müssen wir ihn jetzt auch höchstwahrscheinlich wieder reinfädeln. Also das eine hintere Lager habe ich drinnen. Jetzt versuchen wir mal, das hier vorne mal in die Reihe zu bringen. So, wir machen jetzt uns hinten die Schrauben von dem Lager hier schon mal halb breit, weil dann können sie sich nämlich nicht mehr wegdrehen. Ja, jetzt zieht er erstmal mit dem Schlagschrauber an und dann können wir nämlich nachher den Bock schon wieder wegnehmen. Im Groben ist er schon wieder drin. Anhand der alten Spuren, die ich habe vom Auto, also da wo die Druckstellen sind, ist es wieder so wie vor. Hilft uns aber trotzdem nicht. Wir müssen trotzdem noch zur Achsvermessung. Jetzt machen wir es erstmal so weit, dass den Rahmen alle Schrauben wieder fest habe, den Bock weg und dann kümmern wir uns mal wieder um den neuen Arm und bauen die Streben oder wie nennt man es genau, kurz überlegen, na die Lenker ein. Erstmal Achse wieder ran. So, die Lager sind wieder alle dran, wir können den Bock wegnehmen und dann haben wir schon mal wieder ein bisschen Baufreiheit hier letztendlich. Hängt man auch genau vor der Gusche, ne? Sagt doch keiner was. Egal. Weg damit und den bauen wir nachher auch gleich wieder. Ja, lasst uns mal wieder gemeinschaftlich die Arme einbauen. Wir bauen erstmal den Arm ein und dann nachher den neuen. Und bevor wir alles festziehen, das ist das Einzige, was ich damit zeigen will. Wir bauen es erstmal lose ein und dann zeige ich euch, auf welche Position festgezogen wird. So, Schrauben sind lose drin. Ich hole jetzt den nächsten Arm und den pfeffern wir dann schon rein. So, worum geht's hier? Ich habe hier wieder den Bock untergestellt. Kann man anders, kann man schöner machen. Ich mache es jetzt so. Es geht nur darum, euch was zu zeigen. Oder das zu zeigen, was ich damit meine. Erstmal machen wir uns das jetzt so hoch, dass wir hier den Bolzen wieder reinbekommen. So, Bolzen haben wir jetzt auch geholt. Der Bolzen kommt immer von hinten nach vorne. Also die Mutter in Fahrtrichtung nach vorne. Damit da ein bisschen Platz ist für den zur Lenkung. Auch alles nur handfest. Und jetzt machen wir Folgendes. Wenn ihr die einbaut, wenn die runterhängt, dann reißen euch hier, wenn ihr die dann festzieht, gleich die Gummis weg. Ich habe meine Sitze aufgestützt, es ist nahezu gerade. Und jetzt ziehen wir auch schnell alle Schrauben fest, weil dann hängen die Gummis nämlich da, wo sie auch sollen. Wenn sie nachher dann runterhängen, ist nicht schlimm, aber dann halten sie ein bisschen länger. Der Knarre quietscht alles nicht so. Oh, Stabi nur noch mit drin geschmissen hier. So muss er rein. Mit viel Pech haben wir uns angeschissen. Dann hätte ich das nämlich zuerst machen müssen. Haha. Ja, seht ihr? Ich mache die Fehler für euch. Mach ich auch nicht jeden Tag, ist leider so. Gibt es falsch von der anderen Seite? Nee. Haben sie ganz fies so gebaut, dass es nicht geht. Gut, ich nehme noch meinen Stoßdämpfer schnell weg und dann machen wir es nochmal. Seht ihr, geht viel besser so, wenn das Ding da raus ist. Aber gut, nicht schlimm. Haben wieder was gelernt. Ist halt manchmal so. So, jetzt geht er wieder rein und dann drücken wir uns das ganze Ding wieder hoch. Nahezu gerade und schnell wieder alles festziehen. Festgezogen haben wir es. Stabi kommt mit ran. Stabi müsste ich jetzt mit vordrehen, andere Seite muss auch noch. Aber damit muss ich euch nicht wirklich langweilen, weil es ist jetzt nur noch zusammenbauen. Wichtig war mir, dass ihr das seht, Position. Es gibt Maß für, ich weiß es aber auch nicht und raussuchen, keine Ahnung, ob ich es irgendwo finde. Es reicht, wenn die Antriebswelle halbwegs oder halbwegs gerade steht. Dann könnt ihr das auch wunderbar einbauen, Gummis halten und fertig ist Seller. Bevor wir jetzt zugucken, wie ich noch restliche Kleinarbeiten mache, da ist nichts mehr wirklich, was anders gemacht werden muss, wie es ausgebaut wurde. Die Gummis haben wir gewechselt, den Arm haben wir auch gesehen, wie das mal aussehen kann, wenn es kaputt ist. Also bleibt nur übrig. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Über Anregungen freue ich mich immer gerne. Ihr wisst, im letzten Video habe ich irgendwo gesagt, ich freue mich über ganz viele Dinge. Anregungen, Abonnenten und. Ansonsten kennt ihr das Spiel. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.